Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung Ein stärkeres Europa in der Welt mit Fragezeichen und Entwicklungen in der EU-Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Mein Name ist Susanne Thiele und ich begrüße Sie hier für das EDIC, das Europe Direct Karlsruhe im Regierungspräsidium Karlsruhe. Wir sind eins von rund 400 Informationszentren der EU-Kommission und wir stehen eben den Bürgerinnen und Bürgern für alle Fragen zu Europa zur Verfügung. Und außerdem also informieren wir auch aktiv, zum Teil über die Homepage, über Social Media, wenn es denn geht, über Infostände und natürlich über Veranstaltungen, so wie zum Beispiel heute. Ich möchte zunächst mal kurz was zum Ablauf dieser Veranstaltung sagen. Wir werden beginnen mit zwei Impulsreferaten. Und dann geht es weiter mit einer mit Diskussionsrunden, bisschen strukturiert, bisschen zusammengefasst nach Themen. Und Sie können sich bitte gerne daran beteiligen, und zwar, wenn Sie über Zoom teilnehmen, über die F&A-Funktion. Das ist unten in dieser Leiste, finden Sie die. Und wenn Sie über Facebook teilnehmen, dann können Sie gerne die Kommentarfunktion nutzen. Wir werden dann so schnell wie möglich darauf eingehen und die Fragen, so das denn geht, eben an die Referenten auch weitergeben oder selber beantworten, wenn das mehr Sinn macht. Noch ein Hinweis, wir zeichnen diese Veranstaltung auf. Sie brauchen aber als Teilnehmer da jetzt nicht besorgt sein. Sie sind nicht im Bild und auch nicht auf der Tonspur. Und wenn Sie Fragen stellen, dann werde ich das natürlich der Weglassung des Namens diese Fragen weitergeben. Ja, dann können wir zum Thema kommen. Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU ist ja im Moment jetzt gerade nicht unbedingt im Fokus der Öffentlichkeit. Und das hat sehr viel natürlich, oder das ist sehr gut verständlich, weil wir natürlich eben gerade die Herausforderungen der Pandemie vor uns haben. Aber dieses Politikfeld, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ist durchaus von einiger Brisanz. Ich habe eben in der Einladung schon auf zwei Beispiele und zwei Konfliktpunkte hingewiesen. Die eine ist die zurzeit oder unter Präsident Donald Trump ja etwas unberechenbare Politik der USA, die Europa vor Herausforderungen stellt. Und die andere ist eben der Konflikt zwischen NATO-Partnern, eben einerseits der Türkei und auf der anderen Seite eben Griechenland und Zypern. Da fragt man sich dann, ich meine, das kocht ja gerade wieder etwas stärker hoch, und da fragt man sich dann schon, was passiert, wenn aus diesem Zündeln dann doch ein Feuer wird. Ja, und dem, was wir eben an Möglichkeiten haben in militärischer, in sicherheitspolitischer Hinsicht, dem wollen wir heute mal nachgehen. Und dazu haben wir eben zwei Referenten eingeladen. Und ich möchte zunächst mal vorstellen Herrn Oliver Rentschler. Der ist Direktor beim Europäischen, EAD, Europäischen Auswärtigen Dienst, genau. Also eine diplomatische Einrichtung sozusagen. Er wird über eben die Prioritäten der Kommission sprechen. Und wir haben außerdem eben Herrn Dr. Grosse-Hüttmann da. Er ist an der Universität Tübingen und ja, im Grunde Fachmann für Europa. Und er wird so ein bisschen die Basis legen, auch was wir für Strukturen zurzeit haben, wie man die auch vielleicht weiterentwickeln kann. Und ja, damit starten wir jetzt, Herr Dr. Grosse-Hüttmann. Ich übergebe dann erstmal an Sie. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Thiele, für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Ich freue mich sehr,
dass ich mit Ihnen allen über diese aktuellen Themen diskutieren kann. Wir hatten ausgemacht, dass ich etwa 10 Minuten, wie Frau Thiele sagt, die Grundlagen des Themas heute versuche, ihn auszubreiten und dass im zweiten Schritt Herr Rentschler dann eben die ganz aktuellen Entwicklungen aufgreift und dass wir dann gemeinsam in eine Diskussion einsteigen können. Ja, wenn wir uns mit europäischer Politik beschäftigen, dann ist es immer hilfreich aus meiner Sicht, wenn wir einen Blick zurückwerfen in die Geschichte. Sie wissen, die Europäische Union, damals noch Europäische Gemeinschaft genannt, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, also auf den Trümmern des Weltkrieges, errichtet in den frühen 1950er Jahren. Ohne zwei Weltkriege im 20. Jahrhundert wäre es wohl nicht zu diesem europäischen Einigungsprozess gekommen. Das heißt, ein zentrales Ziel der Väter und Mütter, die quasi die Europäische Gemeinschaft gegründet haben, war, einen dauerhaften Frieden in Europa zu sichern. Man hat dann auch Schritte unternommen, um das in eine europäische Verteidigungsgemeinschaft zu überführen. Das ist dann gescheitert 1954, damals am französischen Widerstand. Die Nationalversammlung in Paris hat die Urkunde dieser europäischen Verteidigungsgemeinschaft nicht ratifiziert, nicht mitbeschlossen. Insofern ist dieses Projekt gewissermaßen in den Schubladen verschwunden. Es war dann der nächste Schritt, die Gründung der NATO und die Aufnahme der Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschlands, in diese NATO. Und wenn wir uns mit Sicherheit in Europa beschäftigen, dann müssen wir natürlich die NATO ansprechen. Die NATO hat über Jahrzehnte hinweg bis heute durch ihren atomaren Schutzschirm, der vor allem von den USA aufgespannt wird, eben Sicherheit in Europa garantiert. Das ist quasi, ja, das waren die Geschäftsbedingungen, das war die Geschäftsgrundlage. Das hat sich, Frau Thiele hat es angesprochen, in jüngerer Zeit etwas verändert. Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, hat vor einigen Jahren gesagt, wir müssen unser Schicksal jetzt selber in die Hand nehmen, wir als Europäer. Das heißt, wir sind momentan in einer Zeit der Europapolitik, wo vieles in Bewegung geraten ist, wo manches auch ins Rutschen geraten ist. Sie erinnern sich vielleicht, dass vor kurzem der französische Staatspräsident vom Hirntod der NATO gesprochen hat. Also da ist einiges in der Diskussion und vielleicht können wir den heutigen Abend auch nutzen, da ein paar ja, Wegweisungen aufzuzeigen, wohin die Reise gehen könnte. Ich will ganz kurz zwei Dinge ansprechen. Aus meiner Sicht ist die europäische Einigung, der Integrationsprozess, geprägt von zwei I's. Das erste I sind die Ideen. Die Europäische Gemeinschaft war von Anfang an von vielen Ideen geprägt. Das erste und wichtigste war eben, Frieden in Europa zu errichten. Das war eine ganz, ganz wichtige Idee, natürlich vor dem Hintergrund der schrecklichen Verwüstung des Zweiten Weltkriegs, des Holocaust, der Verantwortung, die Nazi-Deutschland für diesen Krieg, für diese Zerstörung Millionen Toten hatte, war quasi prägend. Und die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich war quasi der Gründungsmythos der Europäischen Gemeinschaft. Also die erste Idee war, Frieden zu schaffen in Europa. Die Frage ist, was sind die Instrumente, das wäre das zweite I, um diese Ideen in die politische Praxis umzusetzen. Und da sehen wir, dass die Instrumente sich verändert haben. Also zunächst, ich hatte es angesprochen, war es vor allem die NATO, die transatlantische Werte- und Verteidigungsgemeinschaft, die in Zeiten des Kalten Krieges eben für, vor allem für Sicherheit in Europa Verantwortung übernommen hat. Zunächst natürlich auch mit Frankreich zusammen. Frankreich war teilweise eine lange Zeit nicht Teil der militärischen Integration in der NATO. Das hat sich in jüngerer Zeit verändert. Dann eben Großbritannien als zweite europäische Nuklearmacht. Das waren quasi die drei Säulen, USA, Frankreich und Großbritannien, die quasi für den militärischen Schutz- und Sicherheitsschirm verantwortlich waren. Das war quasi die Hardware. Jetzt, seit Ende Januar 2020, ist
Großbritannien, wie Sie wissen, aus der Europäischen Union ausgetreten. Der Brexit hat hier natürlich viele Fragen aufgeworfen. Und eine dieser Fragen ist auch die, wie kann Großbritannien weiterhin und dauerhaft an die EU-27 gebunden werden, auch vor dem Hintergrund, dass Großbritannien als Sicherheits-, Verteidigungs- und außenpolitischer Staat sehr wichtig bleiben wird. Großbritannien hat ja die EU verlassen, aber nicht Europa. Also das wird noch eine ganz wichtige Aufgabe sein für Brüssel und für die europäischen Hauptstädte, Großbritannien dauerhaft auch in diesem Feld an die EU zu binden. Also die Frage ist, was können die Europäer an Instrumenten anbieten, um hier auch selber für den eigenen Schutz Verantwortung zu übernehmen? Es wird seit vielen Jahren, Jahrzehnten über die Schaffung einer europäischen Armee diskutiert. Das ist eine Idee, ein Leitbild, könnte man sagen, das auch in Deutschland immer wieder diskutiert worden ist. Aber wir haben bislang ja eine europäische Armee im engeren Sinne so noch nicht. Frau von der Leyen, die jetzige Kommissionspräsidentin, hat, als sie noch Verteidigungsministerin in Berlin war, den Begriff etwas verändert und sie hat gesprochen von der Armee der Europäer, also nicht von der europäischen Armee gesprochen, sondern von einer Armee der Europäer. Und das kommt vielleicht der Realität, auch den politischen Möglichkeiten etwas näher. Aber dazu kann der Kollege Herr Rentscher noch sehr viel mehr sagen, was da jetzt aktuell diskutiert wird. Ein weiterer Begriff, eine weitere Idee, die hier in der Diskussion steht, ist der Begriff einer europäischen Verteidigungsunion. Da sehen Sie, es gibt viele solcher Leitbilder. Wir sprechen jetzt ganz aktuell im Kontext der Corona-Pandemie von einer Gesundheitsunion. Also man versucht von Brüsseler Seite aus, und das ist nachvollziehbar, was sind wichtige Politikbereiche, wo die Europäer noch sehr viel enger und intensiver zusammenarbeiten müssen, so eine Art Union auf diesem Politikfeld zu gründen. Also insofern liegt das auf der Hand auch von einer Verteidigungsunion zu sprechen. Wir hören seit einiger Zeit auch aus der Kommission, man werde künftig, auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell spricht davon, die EU möge und werde und solle künftig eine Sprache der Macht sprechen. Das sind ganz neue Töne aus Brüssel, wo man einen bestimmten weltpolitischen, globalen, geopolitischen Gestaltungsanspruch formuliert. Das wäre die Idee, das ist die Zielsetzung. Die Frage ist natürlich, hat man auch die Instrumente zur Hand? Also wie hängt das eine I mit dem anderen I zusammen? Und da sehen wir, dass die Europäische Union traditionell in dem Bereich, wenn es um zivile Zusammenarbeit geht, wenn es um Entwicklungspolitik geht, einer der größten Geldgeber ist, sehr viel größer als die USA, wenn man das alles zusammennimmt, was die EU gibt, was die Mitgliedstaaten geben. Die Europäische Union ist wirtschaftspolitisch eine Weltmacht. Sie kann durch ihren Binnenmarkt auch Druck ausüben auf China zum Beispiel, auf Russland, weil diese Staaten und alle anderen Drittstaaten wollen natürlich auf den europäischen Binnenmarkt, wollen dort ihre Waren, ihre Produkte verkaufen. Und das ist ein Pfund, mit dem die Europäische Union sehr gut wuchern kann. Das ist ein Instrument in ihrer Hand, mit der sie weltweit sehr, sehr gut dasteht. Was jetzt so die klassische verteidigungs-, militärische und sicherheitspolitische, das Instrumentarium angeht, da sieht es bei der Europäischen Union weniger überzeugend aus. Das ist die Frage, kann, soll, will die EU da irgendwie nachrüsten, aufrüsten? Das ist gar nicht so klar. Da gibt es einige Staaten, die das sehr skeptisch sehen, also die skandinavischen Staaten oder auch Österreich zum Beispiel, die haben eine ganz andere Tradition. Auch in der Bundesrepublik Deutschland haben wir Debatten, also ob diese Form von sicherheits-, verteidigungspolitischer Entwicklung und Dynamik überhaupt sinnvoll und gewollt wird. Ich denke, es spricht vieles dafür, dass man das besser organisiert. Jean-Claude Juncker, der frühe Kommissionspräsident, hat mal gesagt, in Europa gibt es mehr Panzertypen als EU-Mitgliedstaaten. Also da ist noch viel Spielraum, das zu vereinheitlichen, da auch die Rüstungsproduktion zu verbessern. Wir haben gelesen, dass die
französische Armee sich jetzt auch Waffen aus deutscher Produktion ankaufen will. Heckler und Koch steht da bereit als Lieferant. Das sind Signale, wo man sieht, da ist etwas auf den Weg gebracht, aber das ist natürlich noch nicht im Sinne einer europäischen Armee. Da sind wir, glaube ich, noch ein gutes Stück weit davon entfernt. Aber mein letzter Punkt wäre, wenn wir in diese Diskussion einsteigen, dann ist es aus meiner Sicht immer wichtig, was sind die Leitbilder, was sind die Ideen, was ist da aktuell konsensfähig, was unterstützt die Bevölkerung in den EU-Mitgliedstaaten, was können sich Politiker und Politikerinnen vorstellen, in welche Richtung könnte das gehen. Man kann viele Ideen diskutieren. Die Frage ist natürlich, gibt es da einen Unterbau, also gibt es auch ein Instrumentarium? Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr genau überlegen. Frau Thiele hat das in der Anmoderation angesprochen. Für welche Formen der Bedrohung braucht es möglicherweise welche Instrumente? Also für eine klassische Abschreckungspolitik können europäische Flugzeugträger für die Machtdemonstration im ganz, ganz klassischen Sinne, im Sinne einer Hard Power, wie das in der Wissenschaft genannt wird, kann das sinnvoll sein, um hier Macht zu demonstrieren. Aber ein Flugzeugträger ist ein nutzloses Instrument, wenn es um die Covid-Pandemie-Bekämpfung geht. Da müssen andere Dinge natürlich bereitgestellt werden. Oder wenn es um Cyberabwehr geht oder wenn es um sogenannte hybride Kriege geht und vieles andere mehr. Also insofern ist mein Eindruck, das wäre der letzte Punkt, wir stehen noch ganz am Anfang dieser Diskussion. Wir müssen uns, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, als Europäer, Europäerin, da jetzt auf eine solche Diskussion einlassen und prüfen und gemeinsam öffentlich diskutieren, was können wir, was wollen wir, was sollen wir? Und dieses Webinar, bei dem wir heute alle teilnehmen, ist vielleicht da schon ein erster Schritt in diese Richtung, diese Diskussion zu führen. Ja, vielen Dank von meiner Seite im Moment. Vielen Dank für diesen Impuls. Und ja, ich gebe dann auch gleich weiter mit der, ja, vielleicht Vorgabe noch, dass Ursula von der Leyen ja in ihren Prioritäten eben ein stärkeres Europa in der Welt gefordert hat und dazu auch weiter noch ausgeführt hat. In den nächsten 5 Jahren müssen wir weiterhin energisch auf eine echte europäische Verteidigungsunion hinarbeiten. Ja, und jetzt hoffen wir natürlich, dass Herr Rentschler uns da ein bisschen was Näheres sagen kann, was jetzt genau geplant ist und wie wir eben diese Aussagen verstehen sollen. Herr Rentschler, bitteschön. Vielen Dank, Frau Thiele. Guten Abend aus Brüssel an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Kurz zu meiner Person. Ich bin Oliver Rentschler, seit einem Jahr der Direktor für Politikkoordinierung und strategische Kommunikation im Europäischen Auswärtigen Dienst. Das ist das Europäische Außenministerium, wenn man so will. Hier der Dienst des Hohen Vertreters, der schon erwähnt wurde, Josep Borrell. Vorher war ich für etwas über 7 Jahre in den Kabinetten der Hohen Vertreterinnen Federica Mogherini und Catherine Ashton und dort zuständig für Sicherheitsverteidigungspolitik. Insofern freue ich mich auf die Diskussion nachher und auf die Fragen und Kommentare zu dem, an dem wir hier arbeiten in Brüssel. Ich würde aber in meinem Impulsreferat gerne weiter ausholen und die Frage stärkeres Europa in der Welt nochmal aufgreifen, weil mir natürlich das Fragezeichen nicht entgangen ist, das da in der Einladung steht. Und man sich natürlich fragen kann, was ist damit gemeint? Man kann aber auch das Fragezeichen so verstehen, brauchen wir das oder schaffen wir das? Und ich glaube, das sind genau die Fragen, um die es heute geht. Und wenn wir mal anfangen mit der Frage, brauchen wir ein stärkeres Europa? Weil es, glaube ich, am Anfang jeder Politikentscheidung stehen muss, dass man nicht irgendwelche Dinge am Markt vorbei sozusagen produziert, sondern reagieren muss auf Herausforderungen, dann glaube ich, jetzt relativ schnell darlegen zu können, dass wir natürlich ein stärkeres Europa brauchen. Das Zitat der Bundeskanzlerin, das Herr Grosse-Lüttmann vorher genannt hat, geht natürlich auch in die Richtung. Und nur ein sehr, sehr oberflächlicher Blick auf die Welt, in der wir heute leben, macht das natürlich deutlich, weil wir in einer geopolitischen Rivalität
uns befinden, die auch sehr offen ausgetragen wird zwischen China und den USA, wo Russland aber auch noch mitspielt, was für Europa wirklich sehr, sehr schädlich sein kann, weil wir merken, wie es einen Rückzug oder eine Infragestellung der regelgebundenen multilateralen Weltordnung gibt, so wie wir sie kennen, weil es Krisen und Konflikte gibt, nicht weltweit, aber insbesondere auch in unserer Nachbarschaft, also Syrien natürlich jetzt inzwischen schon fast 10 Jahre, Libyen, jetzt kommt noch Nagorno-Karabach dazu, die Ostukraine, es gibt natürlich die Herausforderung des Klimawandels, alles das sind Dinge, die unmittelbar europäische Sicherheitsinteressen berühren und nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Wohlstand und zum Teil die Freiheit. Man hat es ja bei den Konflikten gesehen, Migration, Terrorismus, die Dinge, die außerhalb Europas Grenzen passieren, die brauchen in einer globalisierten und vernetzten Welt nicht lange, bis sie uns hier auch erreichen. Und insofern, und wenn man dann noch dazu nimmt, neue Herausforderungen, Cyber, Hybride, Kriegsführung und so weiter, ist vollkommen klar, dass die unruhige Welt, die uns umgibt, die Unsicherheit, die Komplexität nach Antworten ruft. Und ich füge auch noch dazu, Covid-19 macht natürlich keines von diesen Problemen weniger akut. Ganz im Gegenteil, es ist ein richtiger Trendverstärker. Sodass also klar ist, die Probleme sind da und die Antworten sind aus meiner Wahrnehmung aus 3 Gründen am besten aufgehoben in der Hand der Europäer. Erstens, weil es genau um den europäischen Wohlstand, unser europäisches Erfolgsmodell geht, unsere Sicherheit, Europa. Die EU ist letztlich der größte Profiteur der Weltordnung, so wie wir sie kennen, und der Globalisierung. Also es stehen unmittelbar EU-Interessen hier auf dem Spiel. Zweitens würde ich sagen, keine dieser Herausforderungen ist einer Natur, die für einzelne Mitgliedstaaten und auch nicht für den größten Mitgliedstaat, nämlich Deutschland, zu bewältigen ist. Alle diese Herausforderungen lassen sich besser letztlich vereint angehen. Die meisten von Ihnen, von diesen Herausforderungen, kennen auch keine Grenzen. Und drittens, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, es gibt auch eine Nachfrage der europäischen Bürger nach europäischen Lösungen. Das ist ganz interessant, weil wenn man diese Eurobarometer-Umfragen, die regelmäßig stattfinden, sich anschaut, dann gibt es überwiegend eigentlich einen Trend, auch Dinge wieder zurückzuholen in den nationalen Bereich. Aber bei Sicherheitsfragen ist es genau umgekehrt. Da wollen in allen Mitgliedstaaten die Bürger doch mehr Europa. Insofern ist das, was wir hier machen, auch nicht jetzt irgendwie sozusagen von uns betrieben, sondern es ist eine Reaktion auf einen ganz konkreten Bedarf, der da besteht. Und der zweite Punkt, den ich sagen wir, ein bisschen weiter fassen würde, ist, dass wenn es klar ist, dass Europa auf diese, sagen wir, etwas unsichere Welt reagieren muss, dann ist die Sicherheitsverteidigungspolitik mit Sicherheit ein Bereich, in den man da investieren muss. Es ist aber natürlich bei weitem nicht der einzige. Ich habe es auch schon bei Herrn Krause-Hüttmann gehört. Natürlich gibt es den Handel, Marktzugang als Instrument. Es gibt die klassische Diplomatie, nutzen wir natürlich auch. Stichwort Serbien-Kosovo-Dialog. Es gibt Anreize, Beitrittsperspektiven im Extremfall. Es gibt auch das Gegenteil davon, nämlich Sanktionen. Es gibt Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe. Ich meine, wir haben einen großen Instrumentenkasten als Europäer, um auf diese Herausforderungen zu reagieren. Und auch nur in seiner Gesamtheit werden wir, glaube ich, Erfolg haben. Insofern ist Sicherheitsverteidigungspolitik auch immer nur im Kontext zu sehen der anderen Dinge. Das ist auch immer das erste Argument, das ich benutze, wenn irgendwelche, sagen wir, Vermutungen, Verdachtsmomente aufkommen. Hier ging es in irgendeiner Form um eine Militarisierung der europäischen Außenpolitik. Es ist natürlich mitnichten der Fall, aber es ist auch klar, für bestimmte Dinge, für die Abwehr von bestimmten Gefahren gehört, sagen wir, die Sicherheits- und Verteidigungspolitik einfach zu dem Arsenal, auf das wir hier angewiesen sind. Wir nennen das hier in Brüssel so ein bisschen der Jargon, den integrierten Ansatz, also die Instrumente ganzheitlich zu sehen, je nachdem fallweise anzusetzen und im Idealfall alle sozusagen in einem Mix. Das ist unser Mehrwert als Europa und ich glaube, das ist wichtig. Aber da wir heute den Schwerpunkt ja auf der Sicherheitsverteidigungspolitik haben, würde ich dazu noch 2, 3 Sachen sagen, weil ja auch konkrete Fragen angesprochen wurden.
Also das eine ist, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wo ist tatsächlich der europäische Mehrwert im Sinne von, wo können wir mehr leisten als nicht nur die Mitgliedstaaten von selber, aber eben auch als andere Akteure. Und da ist natürlich die NATO offensichtlich der erste, an den man denkt. Es war vollkommen klar von Anfang an, dass wir hier nicht in Konkurrenz zur NATO treten können und wollen, dass wir komplementär zur NATO arbeiten müssen, in Zusammenarbeit mit der NATO haben wir auch große Fortschritte erzielt und dass die Frage territoriale Verteidigung, also die klassische, sagen wir, der Artikel 5-Fall, dass das NATO-Materie ist und bleibt. Wenn wir das nicht von vornherein klar gemacht hätten, dann hätte die ganze Diskussion hier nicht vom Fleck gekommen. Zumal wir hier in einem Bereich sind, in dem aus gutem Grund natürlich Einstimmigkeit herrscht. Das heißt, nur wenn alle 27 Mitgliedstaaten hinter einem bestimmten Vorhaben und Projekt stehen, dann wird dieses auch verwirklicht. Und insofern war klar, weil es natürlich auch sehr, sehr viele, insbesondere östliche Mitgliedstaaten gibt, die eine Infragestellung irgendeiner Art der NATO hier gar nicht mitgetragen hätten. Und das Gleiche gilt übrigens um diese, sagen wir manchmal etwas akademische Diskussion, da vielleicht sogar schon in dem Moment aufzugreifen für die europäische Armee. Das ist für viele Mitgliedstaaten No-Go in diesem Stadium und ich glaube, es ist auch nicht unmittelbar absehbar. Also diese Klarheit, was es ist und was es nicht ist, war aber wesentlich dafür, dass wir überhaupt hier vorangekommen sind. Und klar ist auch, dass wir weiter mit Partnern arbeiten wollen, wo immer es geht. Es gibt ja, glaube ich, auch in dem Flyer den Begriff strategische Autonomie, auch einer, den Politiker gerne im Mund führen. Da kann ich nur sagen, wir haben den immer so verstanden hier, als wir wollen mit Partnern arbeiten, wo immer möglich. Aber wir wollen auch in der Lage zu sein, alleine voranzugehen, wo es nötig ist. Und genau daran gilt es zu arbeiten. Und genau deswegen haben wir hier diese Sicherheitsverteidigungspolitik vorangetrieben, um uns etwas mehr Autonomie in dem Sinn tatsächlich zu verschaffen, wenn es darum geht, Krisenkonflikte in unserem Umfeld zu besänftigen und zu lösen, wenn es darum geht, Partner auch wieder in unserer Umgebung in die Lage zu versetzen, selbst für ihre Sicherheit zu sorgen, immer nach dem Motto, Instabilität in unserem Umfeld schlägt auf uns zurück. Und wenn es einfach schlichtweg darum geht, Europa zu schützen. Dafür könnte man viele, viele Beispiele anführen, kann man vielleicht in der Diskussion machen, aber das Thema, um das es hier wirklich geht, ist, gemeinsam sind wir stärker und diese Gemeinsamkeit herzustellen, ist eben unsere tägliche Arbeit, weil das ist nun mal das, was die EU auch auszeichnet. Wir natürlich geografisch auch so weit uns ausdehnen, dass nicht alles, was die Menschen im Baltikum umtreibt, notwendigerweise in Portugal als Priorität angesehen wird und wiederum Unsicherheit im Mittelmeer mag in Irland nicht unmittelbar einleuchten als gemeinsames Sicherheitsproblem. Aber nur so wird es gelingen, wenn wir hier gemeinsam unsere sagen wir, Ressourcen zwischen Mitgliedstaaten und den Institutionen, aber auch was den Instrumentenkasten angeht, wirklich, wenn man es ganzheitlich denkt. Und daran gilt es zu arbeiten. Ich würde hier an der Stelle, glaube ich, meinen Impulsvortrag beenden, damit wir Zeit haben für Fragen, auf die ich mich jetzt freue. Ja, vielen Dank, Herr Rentschler. Und ich knüpfe da gleich mit einer Frage aus dem Publikum an, die eben ja zum Thema Gemeinsamkeit geht es da. Der Teilnehmer fragt, gibt es da nicht die Gefahr, dass eben durch Bürokratie und verwaltungstechnischen Aufwand man nicht schnell genug reagieren kann, weil Sie sagten ja auch das Prinzip der Einstimmigkeit und so. Kann man da überhaupt handeln als EU in diesem Bereich? Das gebe ich gleich nochmal an Sie weiter. Okay, herzlichen Dank. Ist in der Tat die Frage der Stunde, wenn man so will, hier in Brüssel auch diskutiert, einschließlich, wir nebenan treffen sich gerade die Staats- und Regierungschefs zum Europäischen Rat und die haben vor 10 Tagen genau mit der Frage sich auseinandergesetzt, weil wir nämlich eine Situation hatten, wo wegen des Einstimmigkeitszwangs Sanktionen blockiert waren, Sanktionen gegen bestimmte Autoritäten in Belarus. Kennen ja alle die Situation. Da wir Einstimmigkeit brauchen, hing das. Und seither gibt es verstärkt den Ruf nach Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit. Also
Das ist auch im Programm von Kommissionspräsidentin von der Leyen angelegt, um schneller zur Entscheidung zu kommen. Ist aber ein, sagen wir mal, sehr, sehr delikates Thema, weil wir reden natürlich hier im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik um welchen Kernbereich der nationalen Souveränität. Es gibt ja natürlich Mehrheitsentscheidungen in vielen Bereichen der Gemeinschaftspolitik, so Handelspolitik auch im Außenbereich. Aber hier, wo es im Extremfall dann natürlich auch dazu kommen kann, eventuell, sagen wir, im sicherheitsverteidigungspolitischen Bereich, sagen wir, Polizisten, im Extremfall Soldaten in Missionen zu schicken, kann man, glaube ich, schwer mit Mehrheiten arbeiten. Noch dazu kommt auch, dass es nicht umsetzbar ist. Das ist immer ein Problem, wenn man Dinge beschließt, andere werden überstimmt. Da muss man auch fragen, wie setzt man das durch? Das ist in dem Bereich auch nicht ganz leicht. Und es könnte natürlich in bestimmten Staaten dann auch dazu führen, dass ohnehin existierende, sagen wir, europakritische Tendenzen sich noch verstärken, wenn man das Gefühl hat, man wird hier aus Brüssel in irgendetwas gezwungen, hinter dem man national gar nicht steht. Also es gibt schon sehr viele Argumente dagegen, gibt aber natürlich auch das Argument dafür, in der Tat, die schnellere Reaktionsfähigkeit und auch die Gefahr, dass wenn solche Blockaden sich häufen, dass dann Dinge von insbesondere den größeren Mitgliedstaaten natürlich auch außerhalb der EU gelöst werden, was natürlich auch nicht im integrationspolitischen und europapolitischen Interesse liegt. Also insofern, die Frage ist, wird gerade aktuell heiß diskutiert. Wir haben übrigens auch gerade einen Vorschlag als Kommission auf dem Weg zu den Mitgliedstaaten. Ich würde mal sagen, watch this space. In den kommenden Wochen kann man darüber bestimmt noch mehr lesen. Aber es ist wirklich die Frage, die gerade viele umtreibt. Ja, danke schön. Ich möchte da jetzt noch zur Entwicklung der letzten Jahre kurz anschließen. Zu meiner auch persönlichen Überraschung hat ja, die frühere Außenbeauftragte Mogherini eben zum Ende ihrer Amtszeit gesagt, dass eben gerade in der gemeinsamen Verteidigungspolitik eigentlich die größten Fortschritte erzielt worden sind. Diese Aussage hat mich sehr überrascht. Aber vielleicht, wenn man dann ein bisschen näher nachschaut, dann merkt man schon, dass in der Zeit, seit eben die 2016 eben der große Plan eben veröffentlicht worden ist, dass da doch einiges auch realisiert worden ist. Herr Dr. Groß-Hildmann, vielleicht können Sie einfach kurz auch sagen, was in der Zeit passiert ist. Wie Sie das einschätzen? Ja, sehr gerne. Also der erste Amtsinhaber auf dem Posten des EU-Außenbeauftragten, das war ja Javier Solana. Mhm. Und er hat damals einen Satz gesprochen, hat gesagt, also in dem Politikfeld würde die EU sich gar mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Das war natürlich... etwas überzogen, also nicht nur vielleicht, sondern deutlich überzogen, aber es zeigt eben in der Selbstwahrnehmung der EU-Europäer, dass dort lange Jahre, Jahrzehnte wenig bis gar nichts passiert ist und dann eben so eigentlich im Grunde seit Anfang der 90er Jahre, das hängt natürlich auch vor allem zusammen mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes, das hängt zusammen mit der Erfahrung der Jugoslawienkriege in den 90er Jahren, wo Brüssel nicht in der Lage war, eben diesen Morden Einhalt zu geben. Und vor dem Hintergrund dieser Erfahrung hat ein Lernprozess eingesetzt. Und dieser Lernprozess hat in der Tat zu einer Reihe von neueren Entwicklungen geführt. Und eine der jüngsten Entwicklungen, die wir beobachten können, ist, wie das in der Brüsseler Sprache üblich ist, mit einer Abkürzung versehen, das heißt PESCO. Die deutsche Übersetzung heißt ständige strukturierte Zusammenarbeit. Das klingt sehr, sehr technisch, aber in der konkreten Praxis bedeutet das, dass in den EU-Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Sicherheits- und Verteidigungspolitik mehr und enger zusammengearbeitet wird. Also zum Beispiel gibt es ein gemeinsames europäisches medizinisches oder Sanitätskommando. Also da geht es um die Frage, wie können Soldaten, Soldatinnen, die bei EU-Einsätzen in Afrika oder anderswo dann quasi zurück transportiert werden. Das sind so ganz technische Fragen. Oder die Frage, wie organisiert man
die Entwicklung gemeinsamer Waffensysteme und vieles andere mehr. Da ist vieles quasi auf den Weg gebracht worden im Zusammenhang mit dieser neueren Möglichkeit der Zusammenarbeit. Und das Besondere war eben, Herr Rentscher hat es angesprochen, die erste Frage zum Einstimmigkeitsprinzip. Dort ist es möglich, dass die Staaten, die auf dem Gebiet enger zusammenarbeiten möchten, dies auch tun können. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass die anderen das nicht blockieren können. Ja. Und jetzt ist Großbritannien raus mit dem Brexit. Großbritannien war da immer auf der Bremse gestanden, hat deutlich gemacht, also wir müssen an der NATO festhalten, keine europäischen eigenen Wege gehen. Das war immer so der Ansatz der französischen Seite. Die Bundesrepublik war immer so zwischen beiden Stühlen gesessen und wollte irgendwas vermitteln. Das heißt, da hat sich jetzt auch durch den Austritt Großbritanniens einiges verändert und wir sehen auch jetzt, dass da, denke ich, neue Dynamik in diese Diskussion reinkommt. Also insofern ist es eher so ein Patchwork, so ein Flickenteppich, der aber in der Summe durchaus deutlich macht, dass da auf diesem Gebiet, wo es über Jahrzehnte hinang kaum Bewegung gegeben hat, eine Form der Zusammenarbeit gibt. Aber wenn ich da noch, ich habe in meinem Chat drei Fragen gesehen, vielleicht kann ich ja, die auch mit verbinden, wenn das in Ordnung ist. Also die eine Frage war gerichtet auf die Situation, die wir in Deutschland haben. Wir haben in Deutschland eine sogenannte Parlamentsarmee, das heißt, die Bundeswehr, Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr können nur, wenn der Bundestag einen entsprechenden Parlamentsbeschluss gefasst hat, dann zum Beispiel nach Afrika in der Mali-Mission der EU entsandt werden. Das war zurückgegangen auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1994 und da sollte eben deutlich gemacht werden, Einsatz deutscher Truppen im Ausland eben nur nach vorheriger Zustimmung des Parlaments. Jetzt ist die Frage, wenn wir hier eine Europäisierung beobachten können, was passiert dann mit diesem Parlamentsvorbehalt des Deutschen Bundestages? Das ist noch nicht endgültig geklärt, diese Frage, aber es gab vor einigen Jahren auch schon eine Expertenkommission unter Vorsitz des ehemaligen Verteidigungsministers Volker Rühe und die haben Optionen und Reformvorschläge diskutiert und eine Option könnte lauten, dass der Bundestag gewissermaßen auf Vorrat Beschlüsse fasst und dass man auf dieser Grundlage dann Bundeswehreinheiten in entsprechende EU-Missionen entsandt werden und dass quasi nicht vor jeder Neuerung nochmal der Bundestag zusammentreten muss. Also das ist aber noch nicht endgültig diskutiert. Die zweite Frage fand ich sehr spannend, die lautete, kann man diese gescheiterte europäische Verteidigungsgemeinschaft nicht nutzen? Die Verträge waren ja unterschriftsreif auf dem Tisch gelegen. Könnte man die nicht nutzen und quasi aus der Schublade ziehen? Und die Staaten, die das wollen und die das können, könnten dann hier eine neue Verteidigungsgemeinschaft gründen. Das wäre im Prinzip möglich, europarechtlich. Aber ich sehe das momentan nicht. Herr Rentschler hat darauf hingewiesen, also das ist nicht so weit spruchreif, dass man das in absehbarer Zeit erwarten könnte. Und noch eine dritte Frage, die ich sehr spannend fand, ist die Frage, also wie kann man das organisieren, dass die Interessen im Kreis der EU-Mitgliedstaaten sich aufeinander zubewegen, sich einander annähern? Das ist eine ganz wichtige Frage, die dort gestellt worden ist. Es sind häufig Interessen, die dazu führen, dass Staaten sich da querstellen. Also Herr Rentschler hat es auch angesprochen. Zypern war ein Land, das vor kurzem eben diesen Sanktionsbeschluss gegen Belarus blockiert hat. Und das sind quasi so Einzelfälle, wo man sieht, auch ein ganz kleines Land kann hier die EU-27 blockieren. Was aus meiner Sicht aber noch wichtiger ist und was man sich anschauen muss, ist, ob es nicht nur die Interessen sind, die unterschiedlich sind, sondern auch die Ideen, also die Leitbilder, die Vorstellungen. Also wie sehen einzelne europäische Staaten die globalen geopolitischen Herausforderungen? Und dazu kann Herr Rentscher mit Sicherheit mehr sagen, ist die Europäische Union ja auch gerade aktuell dabei, das quasi unter dem Stichwort strategischer Kompass neu zu diskutieren. Also wie kann man das hinbekommen, dass hier
Staaten, Regierung nicht zunächst das eigene nationale Interesse in den Vordergrund stellen, sondern gewissermaßen so ein Europäisierungsreflex sich einstellt und dass man prüft in den europäischen Hauptstädten, was ist eigentlich das gesamteuropäische Interesse. Und ich glaube, da ist die Europäische Union in den letzten Jahren auch einen guten Schritt vorangekommen, weil Herr Rentschler und seine Einrichtung, für die er arbeitet, aus meiner Sicht sehr gute Arbeit leistet, weil sie was Studien vorlegen, die was Informationen bereitstellen, die häufig weit über das hinausgehen, was in einzelnen kleineren Mitgliedstaaten an Expertise, an Sachverstand vorhanden ist. Das heißt, hier kann man so einen europäischen Blick auch durch gemeinsame Informationen in eine bestimmte Richtung lenken. Das ist ein uraltes Problem. Seit den 70er Jahren wird diskutiert, wie kann Europa mit einer gemeinsamen Stimme sprechen. Es gibt da einen bunten Chor. Es gibt also hier, wenn ich das noch darf, eine Anekdote, die vor einigen Jahren in Brüssel die Runde gemacht hat. Bei dem EU-Außenbeauftragten gibt es einen Anrufbeantworter und es ruft dort jemand an aus Beijing oder aus Washington und dort lautet die Bandansage: Wenn Sie die Position Frankreichs hören wollen, dann drücken Sie die 1. Wenn Sie die Position Deutschlands hören wollen, dann drücken Sie die 2 und so weiter und so fort. Und genau dieses Problem zu verhindern, soll es gewissermaßen eine Ansage geben, eine EU-europäische Ansage. Und da ist die EU zumindest auf dem Weg, in die Richtung zu kommen. Ja, danke schön. Ich möchte kurz noch diese Frage, die Sie jetzt im Grunde schon teilweise beantwortet haben, kurz noch reingeben. Ist nicht eines der Grundprobleme, dass die Interessen der Mitgliedstaaten in Bezug auf außenpolitische Gestaltung doch noch zu unterschiedlich sind? Und so kann nur in relativ wenigen Bereichen das vorhandene Instrumentarium gezielt eingesetzt werden. Und so gibt es auch keine Notwendigkeit für eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Woher soll die Notwendigkeit und damit auch das gemeinsame Interesse an einer Integration kommen? Also das war das, was hier gefragt wurde. Und ja, wie schätzen Sie das ein, Herr Rentschler, mit der Gemeinsamkeit? Meinen Sie, dass wie stehen die Chancen, dass wir da wirklich vorankommen? Es ist ein hohen dicker Bretter, es ist harte Arbeit, kontinuierlich, aber die wird eben geleistet. Ich war, bevor ich hier nach Brüssel gewechselt bin, auch für einige Jahre im Büro von Herrn Steinmeier in Berlin tätig und dessen Satz war immer, wir sind uns natürlich nicht einig, wenn wir uns zu 27 an den Tisch setzen, sonst bräuchten wir ja auch gar nicht hier nach Brüssel zu kommen, aber wir gehen dann halt mit großer Zuverlässigkeit jedenfalls danach mit gemeinsamen Positionen normalerweise aus dem Raum. Und das ist genau, wofür auch der Vertrag von Lissabon, glaube ich, vor 10 Jahren gute Voraussetzungen geschaffen hat, weil wir jetzt dieses Amt haben, hoher Vertreter, Vizepräsidenten, kontinuierlicher Vorsitz der monatlichen Ratssitzung. Wir haben jeden Monat, und in Covid-Zeiten hatten wir sogar 2-mal im Monat, dann allerdings virtuell, alle Außenminister um einen Tisch. Wir haben eine Agenda, die alle aktuellen Themen bearbeitet und wir gehen doch selten eigentlich voneinander dann weg, ohne einen Kompromiss gefunden zu haben. Die Einstimmigkeit ist natürlich in der Tat so, zwingt zu Kompromissen. Manchmal ist es deswegen der kleinste gemeinsame Nenner, manchmal ist es langsam. Aber wenn man die ganz großen Themen sich anschaut der letzten Jahre, dann hatten wir doch einschließlich dieses sehr heiklen Themas Russland zum Beispiel, da auch immer Einigkeit, zum Beispiel die Sanktionen für die Annexion der Krim und für die Ostukraine nicht nur einmal zu verhängen, sondern auch wirklich jedes Jahr wieder zu verlängern. Wiewohl die Interessen der 27 da durchaus unterschiedlich sind. Wir haben auch, wenn man zum Beispiel an die Frage denkt, Iran, damals, als man den Iran auch über Sanktionen an den Verhandlungstisch zum Nuklearabkommen gebracht hat. Auch da, solche Sanktionen wirken uneinheitlich auf die verschiedenen Mitgliedstaaten, je nach den Wirtschaftsinteressen. Und man findet aber dann immer einen Kompromiss und einen Ausgleich, auch weil schlussendlich, glaube ich, schon diese Überzeugung vorherrscht, dass man einander braucht. Und die
spalten. Ich habe es ja vorher genannt, die fordern natürlich europäische Solidarität ein, wenn es aus der östlichen Richtung sozusagen Desinformationskampagnen, Destabilisierungskampagnen gibt. Den Balten ist im, sag mal, allerersten Moment das, was im Sahel passiert, nicht so wichtig. Von dort kommen keine Migranten ins Baltikum und Terroristenanschläge gab es da bisher deswegen auch noch nicht. Aber das ist eben auch ein Geben und Nehmen. Nehmen für Frankreich ist dann wiederum vielleicht der Sahel das Haupt, sagen wir, Anliegen und der französischen Regierung wäre das weniger wichtig zu investieren in Abwehr von dieser, sagen wir mal, Destabilisierungskampagne zum Teil im Baltikum. Aber wenn man es zusammendenkt, dann versteht man oder verstehen auch die Mitgliedsländer eben, dass es im allgemeinen Interesse ist, hier zusammenzuarbeiten. Was aber natürlich wichtig zu wissen ist, weil wir den Einstimmigkeitszwang haben und weil Ausgangsinteressen oft unterschiedlich sind, arbeiten natürlich Drittstaaten durchaus aktiv dran, uns hier immer wieder auseinander zu dividieren. Und das ist eine ständige Herausforderung. Ich meine, da gibt es tatsächlich Beispiele. Man investiert in strategische Bereiche, verschafft sich dann dadurch auch wirklich Einfluss. Da muss man mitunter hart arbeiten, damit das nicht Auswirkungen hat auf die Kohäsion. Das ist, glaube ich, die große, also Arbeiten an dieser Einheit ist ständiges Verhandeln, Suchen nach Kompromissen unverzichtbar. Aber ich würde sagen, so schlecht stehen wir nicht da. Danke. Gibt es nicht, darauf möchte ich kurz kommen, schon so einen Kern für eine auch wirklich für eine aktuelle Geschichte, nämlich die militärische Planungs- und den militärischen Planungs- und Durchführungsstab, MPCC, so als Kristallisationskern für eine Einheit, die dann doch auch wirklich etwas umsetzen kann. Die ist ja bei Ihnen im Hause angesiedelt, Herr Rentschler. Vielleicht können Sie da auch eine Einschätzung noch zu geben, ob das so ein Kristallisationspunkt ist. Ja, die Frage Hauptquartier tatsächlich war einer der Streitpunkte, wie die Frage Europäische Armee, weil es nicht hier in Brüssel schon ein Hauptquartier gibt, ist das der NATO und viele eben sagen, ein zweites brauchen wir nicht. Allerdings haben wir, und das ist das Thema der Komplementarität, zur NATO bestimmte Missionen und Operationen im Ausland, die nun auch ein Hauptquartier brauchen, die geführt werden müssen, was man sich nicht immer klar macht. Wir haben als Europäische Union zurzeit mehr als 5.000 Soldaten, Polizisten, Rechtspfleger in insgesamt 17 Missionen und Operationen im Einsatz, viele in Afrika, manche im Nahen Osten, Osteuropa. Und um die militärischen dieser Missionen, vor allem die nicht-exekutiven, also die Ausbildungsmissionen zu führen, hat man hier ein Hauptquartier eingerichtet. Das kann möglicherweise in der Zukunft auch noch weitere Funktionen übernehmen. Aber hier geht es überhaupt nicht um irgendwelche, sagen wir, integrationspolitischen Ambitionen oder um irgendwelche Ideologie. Es geht wirklich praktisch darum, wir haben bestimmte konkrete Aufgaben, wie in dem Fall Stabilisierung Sahel. Dazu bilden wir aus im Sicherheitssektor. Dazu muss hier auch eine Führungsstruktur eingerichtet werden. Und in diesem pragmatischen Vorangehen, glaube ich, gibt's eine gute Chance, dass man vorankommt. Und das muss man dann sukzessive aufbauen. Ich meine, die Frage, die ja hier überall mitschwingt, wenn wir uns die Frage stärkeres Europa in der Welt anschauen, ist natürlich diese Merkel-Zitat oder das Merkel-Zitat aus Trudering von 2017 geht ja auch in die Richtung, wenn es jetzt nun mal ganz hart auf hart kommt, kann Europa sich wirklich selbst verteidigen. Und viele unserer Bemühungen sind nur ein Anfang. Das gilt auch übrigens für den Bereich Kapazitätsaufbau, Capabilities, also den Fähigkeitenaufbau. Es ist vorher genannt worden, dass Herr Juncker sagt, es gibt mehr Panzermodelle als Mitgliedstaaten hier in der EU. Ich glaube, es gibt 17 Modelle, also nicht ganz so viele wie Mitgliedstaaten, aber in den USA gibt es halt nur eins. Und das Probleme mit sich bei der Abstimmung, bei der Interoperabilität ist ja klar, dass es bei der Beschaffung irgendwie zu, sagen wir mal,
Kosten kommt, die vermeidbar wären, ist auch klar. Ich operiere oder ich nutze manchmal diese beeindruckende Zahl, die das klar macht, wie weit wir hier ein Interesse haben an gemeinsamer Arbeit, auch im Bereich Rüstungsbeschaffung. Es gibt diese Luftbetankungsflugzeuge, auch eine knappe Ressource. Da gibt es in den USA, die USA haben davon ungefähr 550 Flugzeuge in 4 verschiedenen Typen. In der ganzen EU gibt es 47, aber das sind 12 verschiedene Typen. Was das heißt für die Abstimmung untereinander, für die Ausbildung der Piloten und so, liegt ja auf der Hand. Und dass man hier mehr gemeinsam macht, das ist auch einer der Fortschritte, weil Sie den vorher so ein bisschen überrascht zur Kenntnis genommen haben, diesen Spruch meiner vorherigen Chefin. Also ich glaube, da haben wir wirklich viel erreicht, weil inzwischen spricht man sich da ab. Inzwischen wird, was die Verteidigungshaushalte angeht, eben abgeglichen, damit nicht sozusagen dupliziert wird, damit das komplementär ist. Und insofern, das ist alles noch weit weg davon, dass man hier wirklich von Autonomie reden könnte. Aber sagen wir mal, ein bisschen mehr Eigenständigkeit ist klar der Trend, den man hier sucht. Und ich habe übrigens, weil da die NATO auch in der Frage aufkam, die ich noch jetzt aus dem Chat gesehen habe, Zusammenarbeit mit der NATO in der Tat ist ein Novum. Manches ist aus dem letzten Mandat ein Novum, auch dass die Kommission Geld in die Hand nimmt, um sozusagen die Beschaffung oder die Entwicklung von bestimmten kritischen Rüstungsgütern, Drohne zum Beispiel, auch einen Anreiz dafür zu schaffen. Mit der NATO gibt es inzwischen tatsächlich einen sehr guten Austausch. Also der NATO-Generalsekretär ist regelmäßiger Gast bei den Verteidigungsministertreffen der EU. Umgekehrt ist der Hohe Vertreter oder war auch immer meine Chefin bei den NATO-Ministertreffen für ausgewählte Segmente zu Gast. Tausch funktioniert gut, die Zusammenarbeit funktioniert gut, zum Beispiel in Bereichen Terrorismusbekämpfung, Cyber und so weiter, gibt aber natürlich auch Grenzen. Ja, ich meine, die Tatsache, dass ein großes NATO-Mitglied, nämlich die Türkei, ein EU-Mitgliedsland, nämlich Zypern, nicht anerkennt, dass es EU-Mitgliedsländer gibt, die neutral sind, Irland ist genannt, und andere, setzt dem auch immer Grenzen. Aber im Großen und Ganzen ist das sehr pragmatisch und sagen wir mal, projektbezogen sehr gut. Ja, danke. Ich möchte die Frage der Ausrüstung jetzt auch nochmal an Herrn Dr. Grosse-Hüttmann geben. Wie schätzen Sie denn die Wehrhaftigkeit vom Aspekt der Ausrüstung in Europa ein? Wir haben gerade gehört, es gibt sehr viele Systeme und jetzt gibt es ja auch diese neuen Verteidigungsfonds, die das Ganze ein bisschen zusammenfassen sollen. Und wie schätzen Sie das ein? Also das hat, glaube ich, schon eine neue Dynamik in die ganze Diskussion gebracht. Also wenn man Geld bereitstellt, europäisches Geld, kann man das auch nutzen, um Politik in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und dieser Europäische Verteidigungsfonds hat ja sehr klein begonnen, ist dann schrittweise angehoben worden. Da stecken einige Milliarden Euro drin. Und das wird mittel- oder mindestens langfristig die europäische Rüstungsbeschaffung verändern. Also traditionell, und das sehen wir heute noch, war Rüstungsbeschaffung vor allem immer auch nationale Industriepolitik. Also eine Regierung hat natürlich ihre Unternehmen und Firmen da bevorzugt, wenn es darum ging. Also nehmen Sie das Beispiel dieser Heckler-Koch-Produzenten, die quasi jahrzehntelang und jetzt offensichtlich wieder auch die Bundeswehr ausrüstet. Und das haben alle anderen europäischen Staaten auch so gemacht. Also das wird so ein bisschen aufgebrochen, weil es ja im Grunde gegen das europäische Wettbewerbsrecht im Prinzip spricht, dass man hier keinen echten Wettbewerb hat im europäischen Binnenmarkt, sobald es um Rüstungsgüter geht. Das will man verändern, auch vor dem Hintergrund. Also eine wichtige treibende Kraft war da mit Sicherheit auch die Finanzkrise. Die nationalen Haushalte mussten gekürzt werden und es wurde sehr viel Geld und wird bis heute sehr viel Geld in Europa für Rüstungsgüter ausgegeben, aber zum Teil eben auch sinnlos insofern, als man da Dinge doppelt, dreifach, vierfach, fünffach
anschafft, die aber nicht in dem Maße ja, gebraucht werden, weil da primär Industriepolitik betrieben wird. Also insofern haben auch die europäischen Rüstungsunternehmen natürlich da erfolgreiche Lobbyarbeit betrieben. Also die standen ja auch hinter diesem europäischen Verteidigungsfonds. Und in der mittelfristigen, langfristigen Perspektive wird das dann, denke ich, schon dazu führen, dass man weniger unterschiedliche Rüstungsgüter hat. Und wie gesagt, das ist zwingend im Sinne der sogenannten Interoperationalität. Also dass man müssen auch miteinander kommunizieren kann. Also auch so ganz banale Dinge, wenn da gemeinsame die zusammenarbeiten müssen, dann funktioniert das häufig nicht, weil die im Grunde da auch mit unterschiedlichen ja, Kommunikationsmitteln arbeiten. Gleichzeitig muss man auch sehen, es gibt natürlich schon die NATO und die NATO ist eine integrierte Armee. Also insofern müssen die Europäer da auch nicht alles neu erfinden und können quasi auf also den, wie es immer heißt, den europäischen Pfeiler in der NATO stärken. Und das passiert ja auch, Herr Rentscher hat es angesprochen, die Zusammenarbeit ist heute sehr, sehr viel intensiver als noch vor einigen wenigen Jahren. Also insofern ist das, glaube ich, eine Perspektive, wo wir in 5 Jahren sehr viel mehr sehen werden. Aber da ist, wie gesagt, mit solchen neuen Instrumenten der Versuch unternommen worden, die Ideen, die man damit verbindet, dann auch zu unterfüttern. Ich möchte gleich noch weitere Fragen in die Runde geben. Und zwar, wie soll die Organisation der Verteidigungsgemeinschaft aussehen? Verteilung der jeweiligen militärischen Aufgaben an einen oder mehrere Mitgliedstaaten, die im Auftrag der EU handeln? Fragezeichen. Oder Abgabe gewisser Truppen von jedem Mitgliedstaat an die EU, welche dann eigenständig über die Truppen verfügen möchte? Und da schließt sich dann auch noch die Frage an, deutsche Soldaten leisten einen Eid auf die Bundesrepublik. Was wäre bei einer europäischen Armee denkbar? Ich gebe das mal an Herrn Rentschler. Vielleicht gibt es da ja schon Überlegungen. Vielen Dank. Also Eingangs hatte ich ja schon mal ein bisschen auf die europäische Armee abgestellt, in dem Sinne, dass es wirklich aktuell kein Thema ist, dass es das Prinzip hier gibt nach wie vor Single Set of Forces, will heißen, die nationalen Verbände können, sagen wir mal, und genauso auch natürlich die entsprechenden Fähigkeiten, also auch Güter, sowohl im NATO-Kontext oder im Einzelfall im VN-Kontext oder im EU-Kontext eingesetzt werden. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor das Allersinnvollste, weil es eben für bestimmte Szenarien unterschiedliche Einsätze gibt. Ich meine, Bundeswehr ist im Bereich der NATO im Ausland eingesetzt, ist aber auch für die EU, was vielleicht weniger bekannt ist, aber auch das ist eben eine Tatsache in Mali zum Beispiel unterwegs. Und insofern glaube ich, der Erhalt von so gewisser Flexibilität ist wahrscheinlich für lange Sicht der beste Weg, was diese Frage angeht mit dem, und das ist wirklich auch eine Antwort auf diese Frage mit dem Eid. Also ich glaube, die Frage stellt sich halt einfach aktuell so nicht. Was die Frage angeht, könnte es vielleicht so einzelne Zusammenschlüsse geben. Dafür bietet der Vertrag durchaus eine Möglichkeit. Das ist auch so, dass es natürlich zum Teil schon passiert. Und dass wir auch mit diesen Battlegroups, die wir haben, da fällt mir jetzt der deutsche Begriff nicht ein, also so Gruppen von Mitgliedstaaten, die sich im Halbjahresabstand oder im Halbjahresrhythmus abwechseln, dabei so als schnelle Eingreiftruppe, wenn man so will, bereit zu stehen und die das auch nutzen zu Übungszwecken. Und da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen. Das kann mal Litauen mit Frankreich und Portugal sein und im nächsten Halbjahr ist es Deutschland mit den Benelux-Ländern. Also insofern, dass Ansätze davon gibt es, aber nach meinem Credo, dass wir natürlich auch immer reagieren müssen auf konkrete Herausforderungen, so wie sie sich stellen, ist dieser, sagen wir jetzt mal, flexiblere Ansatz, glaube ich, jetzt zielführender, als wenn man von dem ganz Großen her denkend jetzt mit so einem Projekt wie Europäische Armee nochmal daher käme, weil es dafür einfach keine Konsenschance gibt.
Ja, ich sehe, die Zeit rennt, aber ich möchte doch noch auf eine letzte Frage kommen. Ja, viele Bürgerinnen sehen ja, Bürger und Bürgerinnen sehen ja eine Gefahr darin, dass eben auf einer ganz anderen Ebene wir angegriffen werden, nämlich indem feindliche Mächte einfach systemrelevante Netze hacken und eben dann die Versorgung mit Strom, mit Wasser etc. Einfach lahmlegen. Und ja, und da könnte man dann sagen, was brauchen wir jetzt, irgendwelche neuen Armeen, wenn doch die Gefahren jetzt auf einer ganz anderen Ebene kommen. Da, ja, was passiert auf dieser Ebene? Sind wir da gerüstet? Und das gebe ich jetzt erstmal an Herrn Dr. Grosse-Hüttmann. Gibt es da schon Ansätze? Ja, vielen Dank. Das ist in der Tat eine ganz, ganz wichtige Frage, die da gestellt wird. Da sind alle europäischen Staaten verwundbar. Also Großbritannien, Frankreich vielleicht etwas weniger, aber wir haben es gesehen, diese Hackerangriffe auf den Deutschen Bundestag vor nicht allzu langer Zeit und vieles andere mehr. Es gab auch in Estland, wo quasi für einige Zeit das gesamte Stromnetz lahmgelegt worden ist. Es gab in Bulgarien und anderen Staaten, also es ist nie so ganz klar, welche Drittstaaten der EU das sind. Das kann aus Moskau gesteuert worden sein, das kann aus Beijing gekommen sein, das kann aus Nordkorea gekommen sein. Also da wissen wir nicht genau, wer das zu verantworten hat. Aber die Europäische Kommission hat seit einiger Zeit da auch Studien auf den Weg gebracht und hat ein Zentrum eingerichtet. Auch die Bundeswehr hat vor kurzem da ja auch so ein Cyberabwehrzentrum eingerichtet. Also da wird manches auf nationaler Ebene organisiert, aber kleine europäische Staaten sind da natürlich überfordert und die sind besonders gefährdet. Also insofern ist da ein gesamteuropäischer Ansatz zwingend erforderlich. Aber das ist noch ein weiter Schritt. Also ich sehe da, die Erkenntnis ist da, dass man verwundbar ist. Das kostet aber natürlich viel Geld. Man braucht da auch entsprechendes Personal. Das muss aufgebaut werden. Also das wird, soweit ich das beurteilen kann, noch einige Jahre dauern, bis man da einen ähnlichen Schutz hat, wie der jetzt vielleicht in den USA oder auch in Großbritannien heute schon gilt. Danke. Ja, dann möchte ich doch nochmal fragen, wie sieht es aus? Wird Europa ja, größer und stärker sein in der Welt, Herr Rentschler? Werden Sie das schaffen? Also erstens wollte ich noch ganz kurz was zu dem Cyber-Thema sagen, weil da nämlich tatsächlich etwas auch passiert ist über die letzten Jahre. Also einmal gelten natürlich unsere Grundprinzipien, gemeinsam sind wir stärker. Wir versuchen hier bei der Analyse, bei dem Austausch von Informationen natürlich uns schon zu vernetzen. Gibt es auch entsprechende Exzellenzzentren, die wir da eingerichtet haben. Wir versuchen zum Beispiel im internationalen Bereich da auch dafür zu sorgen, dass es zum Beispiel die VN-Normen über das Verhalten von Staaten im Cyberspace durchgesetzt werden, wo wir in Konkurrenz natürlich stehen mit zum Beispiel Russland und China. Und das ist jetzt ganz konkret und neu. Wir haben so eine Art, nennen das Cyber Diplomacy Toolbox, so einen kleinen Werkzeugkasten, der uns erlauben soll, also vorzubeugen, Cyberattacken, sie abzuschrecken, aber wo sie vorkommen, halt auch darauf zu reagieren, unter anderem mit Sanktionen. Und wir haben gerade ganz aktuell für diesen angesprochenen Fall Bundestag-Hacking auch jetzt zum ersten Mal wirklich mit Sanktionen gearbeitet gegenüber den Urhebern. Und das sind also durchaus, sagen wir, Zeichen dafür, dass man sich da auch wirklich robust aufstellt. Aber das ist natürlich eines der vielen Themen, um die es geht, wenn man das große Ganze nochmal in den Blick nimmt, weil das Ihre Frage war. Also ich denke, und Covid ist übrigens witzigerweise auch nochmal ein Fall, der mich darin so ein bisschen bestärkt, dass die EU da auf dem guten Weg ist im Sinne von wir sind nicht nur, was ja auch schon anklang, dieser große Markt und auch der große Entwicklungshilfegeber Geber von humanitärer Hilfe. Also mit 6% der Weltbevölkerung muss man sich nämlich immer mal vor Augen halten, 56% der weltweiten Partnerschaftsprogramme. Wir sind halt auch, glaube ich, anerkannt als sagen wir,
Treiber, Förderer des Multilateralismus, haben das jetzt auch gerade bestätigt. Die einen ziehen sich aus der Weltgesundheitsorganisation oder aus dem Klimaabkommen zurück. Andere versuchen von innen das VN-System so ein bisschen umzupolen. Und wir stehen ja doch für Verlässlichkeit. Ich glaube, wir sind als Partner anerkannt. Wir merken das auch, wir haben ja als EU auch schon 140 und mehr Delegationen in der Welt. Und die Rückmeldung ist schon, dass wir, glaube ich, als sozusagen Leuchtturm in diesem etwas wilden Ozean der Verlässlichkeit, der Wertegebundenheit, der Rechtsstaatlichkeit stehen. Das ist alles nicht leicht in so einem Umfeld, in dem natürlich auch, sagen wir mal, andere rivalisierende Ansichten, Regime und Politiksysteme agieren. Aber ich glaube, wie vorher beschrieben, wir haben so einen Instrumentenkasten, der uns, glaube ich, befähigt, damit wirklich umzugehen. Und da bleibe ich also zuversichtlich. Das ist doch erfreulich. Ja, mit Blick auf die Uhr möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Herr Rentschler, und sehr, dass Sie Zeit für uns hatten, uns doch so vieles näher gebracht haben. Und recht viel Erfolg und Glück bei den weiteren Maßnahmen und Aktionen Ihrer Einheit. Und ja, dann gilt mein Dank natürlich auch Herrn Dr. Grosse-Hüttmann für die informativen Beiträge und auch viel Erfolg für Ihre Projekte, zum Beispiel das Handbuch Europa, auf das wir natürlich auch schon gespannt sind. Und ja, und dann möchte ich mich bedanken für unseren technischen Dienst, den Herrn Christ von EduImpact, denn ohne Technikunterstützung geht in dieser Zeit ja wirklich nicht allzu viel. Und dann natürlich unser Mitveranstalter, das Ministerium der Justiz und der Tür Europa, die eben uns unterstützt haben. Vielen Dank. Und last but not least, einen ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, Sie liebe Teilnehmer, und Ihre rege Beteiligung. Die Zeit hat definitiv nicht gereicht. Und wenn Sie jetzt im Nachhinein noch Fragen haben, dann schicken Sie die an uns. Wir werden entweder sie selber beantworten oder, wenn das nicht möglich ist, auch gerne an die Referenten noch weiterreichen, wenn das eben erforderlich ist und sie bereit dazu sind. Und dann können Sie da auch noch entsprechende Antworten bekommen. Ja, die Aufzeichnung wird in Kürze dann im Netz verfügbar sein. Wir werden das dann auch entsprechend verlinken. Und da können Sie dann eben auch das eine oder andere sich nochmal genauer und in Ruhe zu Gemüte führen. Und ja, am Ende jetzt dieser Veranstaltung, irgendwie muss ich an Marcel Reich-Ranitzkys Schlusswort beim literarischen Quartett denken, allerdings in leicht abgewandelter Form, nämlich Vorhang zu und viele Fragen offen, nicht alle. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ja, wir hoffen natürlich, dass Sie profitiert haben und doch einige Lichter aufgegangen sind. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Danke Ihnen, Wiedersehen. Auf Wiedersehen.